Das ist aber nett, dass die Ellie ein Radioapparat gekauft hat. Da staunst du. Der liebe Jung weiß doch, was ich gehört. Bravo, sag mal, bei dir ist ja endlich doch Groschen gefallen, was? Jetzt kannst du miterleben, was wir für eine interessante Zeit haben. Und große Kundgebung aus dem ganzen Reich kannst du mit anhören. Das wollte ich doch schon immer. Mir kann jetzt keiner mehr was vormachen. Hier, ich kriege jetzt alles aus erster Quelle. Vielleicht kann ich auch ab und zu mal zwischendurch hin und wieder ausländische Sender hören. Wie ausländische Sender willst du hören? Ja, Auslandsnachrichten. London zum Beispiel. London? Ja, London. Kannst du mir nicht sagen, wie man das bekommt? Ich weiß zwar nicht, wie du London bekommst, aber was du bekommst, wenn du London bekommst, das weiß ich. Was dann? Kittchen. Kittchen. Sogar Zuchthaus. Auch wenn es keiner merkt. Ob das einer merkt oder nicht merkt, das spielt doch gar keine Rolle. So was tut man als guter Deutscher nicht. Ja, aber man muss sich doch orientieren, was draußen vorgeht. Na natürlich, die ausländischen Sender, die sagen die reine Wahrheit, nicht? Klar. Ja klar, du Döskopf. Hast du noch niemals etwas von dem Nachrichtensystem unserer Feinde gehört? Ja, aber... Nix aber, dann müsstest du wissen, dass alles nur darauf abzielt, unsere Widerstandskraft zu schwächen. Herr J., ich bin doch alt genug, um unterscheiden zu können, was wahr ist und was nicht. Ach, immer noch der. Wurde wegen Abhörens ausländischer Sender zu 2,5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Siehste, was habe ich gesagt? Ja, aber Musik kann ich doch hören. Paris, schicke Musik, Pariser Luft. Nackige Mädchen, was? Du, das ist auch verboten. Du kannst deine Tanzmusik auch von deutschen Sendern hören. Pass mal auf. Da ist das nicht herrlich? Das alles nur für 2 Mark im Monat. Was? Für 2 Mark, das ist doch für... Ob ich da nicht Ermäßigung kriegen kann. Wie, warum willst du denn Ermäßigung haben? Ja, weil ich doch jetzt kein ausländischer Sender mehr hören darf. Doch, doch.